Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Schadtechnik-Update bei IG. Der Ölpreis ist in den vergangenen Tagen mehr als deutlich unter Druck geraten. Das schwarze Gold hatte es ganz einfach in den letzten Wochen, aber auch Monaten nicht geschafft, die hier rot eingezeichnete Widerstandslinie bei 54,10 nachhaltig zu überwinden. Wie wir sehen hier im Tageschart, gab es etliche, zahlreiche Angriffsversuche, die allemal zum Scheitern verurteilt waren. Ja, und natürlich, wenn ein Basiswert einen Widerstand belagert und belagert, diesen aber nicht bezwingen kann, folgt irgendwann mal die Quittung dafür. Und das ist jetzt beim Ölpreis der Sorte WTI auch passiert, nämlich die gelb schraffierte Seitwärtsphase wurde nach unten verlassen. Die untere Begrenzung der Schiebezone bei 52,09, 51,99 musste also der Angebotsseite überlassen werden. Auch der gewichtete 200-Tage-Durchschnitt konnte die Talfahrt nicht aufhalten, da aber jetzt später dazu. Und jetzt streiten sich Bullen und Bären um die wichtige Unterstützungszone bei 50, 58, 49, 60. Folglich natürlich, wenn wir drunter schließen, müsste sogar ein Test der unteren Aufwärtstrend-Kanallinie bei aktuell 47, 45 in Betracht gezogen werden. Natürlich ist der Ölpreis nach diesen deutlichen Preisrückgängen überverkauft. Allerdings, und da weise ich immer darauf hin, auf die Problematik, wenn ein Markt überkauft oder überverkauft ist, diese Situation, diese Extremsituation kann mehrere Tage oder sogar im schlimmsten Fall mehrere Wochen anhalten, bis es dann zu einer Gegenbewegung kommt. Dass es aber nochmal aufwärts gehen kann, signalisiert hier der 200-Tage-Durchschnitt. Wir notieren zwar momentan darunter, aber die Glättungslinie zeigt noch nach oben. Das heißt also, die Aufwärtsbewegung ist momentan unterbrochen, aber die Hosse damit noch nicht beendet. Das heißt also, wenn es zu einem erfolgreichen Test der genannten Unterstützungszone kommt und wir auch die 200-Tage-Linie zurückerobern, dann könnte es wieder zurückgehen in diese Schiebezone und vielleicht sogar dann nochmal zu einem wiederholten Angriff auf die Widerstandsbarriere bei 54,10. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.